Ah, schön, ne? Schön, ne? Ist ein bisschen früh, aber schön. Finkenwerder. Finkenwerder, was war das denn nochmal? Kennst du auch Finkenwerder Scholle? Jo. Mit? Mal an alle Kollegen. Hä? Was war das denn nochmal? Ja, was war das? Zitrone. Krabben. Und? Speck. Speck. Das können doch unsere Kandidaten auch mal kochen, oder? Finde ich auch. Tofke, eure Zeit, die läuft ab jetzt. Die Sendung heißt Tofke TV und läuft im ZDF. Ja. Ah, die Stimmung ist gut. Es ist Montag, 21. Mai. Ich hoffe, Sie hatten ein entspanntes Wochenende. Wir ja, Frank und ich waren nicht unterwegs, waren richtig brav, waren nur draußen, Sie haben gesehen, am Hafen. Schön aufgenommen, ne? Die Elbvertiefung extra für Frank, weil er mal baden wollte, ja? Damit er da auch reinpasst. Der alte Tanker, ne? Aber wir sind gut drauf heute, Sie merken schon. Locker, flockig, diese Maisonne. Oh, diese 30 Grad im Schatten, ja? Ich leide schon. Ich wünschte, es wäre wieder April, wo es ein bisschen kalt war. Können Sie sich erinnern, zu Ostern? Oh, das war so nicht richtig schön, ne? Ja, aber ist vorbei, jetzt ist warm. Aber gucken wir, wie es Ina und Udo ergangen ist übers Wochenende. Und da sind unsere zwei. Schon wieder auf der Suche nach Nahrung. Die haben schon was bekommen. Die sind so verfressen. Ey, ist unfassbar. Und jetzt machen sie wieder hier, hauen sie wieder ab. Jetzt hauen sie wieder ab. Komm mal nach vorne. Das ist Fernsehen, kein Radio. Komm nach vorne. Nee, mal gucken. Vielleicht erwischen wir sie nachher. Schauen wir erstmal, was es im Warenkorb gibt. Und oh, diese Entenbrust, ja, die ist so frisch. Die habe ich gestern mit meinen Kindern noch in der Alster gefüttert. Das sehe ich, ja. Also, ja. Richtig frisch, Entenbrust. Dann jetzt Forellenfilet. Mm. Dann haben wir Pärgrauben. Ja. Dann Gurke. Mm. Dann gibt es Bohnen, und zwar grüne. Frühlingsrollenteig haben wir auch dabei. Getrocknete Tomaten. Erdnüsse. Ricotta. Aprikosenmarmelade. Äpfel. Und die Zutat des Tages ist Eisbergsalat. Ja. Übrigens, sozusagen eine kleine Info vorweg. Sie wissen, das mit der Titanic ist ja nicht so lange her, der Jahrestag. Der Eisbergsalat übrigens, da sieht man auch nur die Spitze. Und der Rest, ungefähr ein Zehntel ragt raus, der Rest lauert unter der Oberfläche. Ist ähnlich wie beim Eisberg damals. Das hat aber nicht mit seinem Namen zu tun, sondern, das erfahren wir jetzt, auf Platz 3. Eisbergsalat ist eine Weiterzüchtung des Kopfsalats und wurde zuerst in den USA gezüchtet. Auf Platz 2, jetzt hören Sie genau zu, seinen Namen verdankt er der Tatsache, dass er früher auf Eisblöcken gelagert transportiert wurde, um ihn frisch zu halten. Deswegen heißt er Eisberg. Und auf Platz 1, Eisbergsalat ist in der Gastronomie, vor allem im Fastfood-Sektor, sehr beliebt, denn er bleibt auch nach der Zubereitung lange frisch und knackig. Unsere Zutat des Tages. Ja, der Eisberg. Schön. Nein. Mal gucken, was unsere Kandidaten aus ihm zaubern. Und hier sind sie wieder nach dem Unentschieden. Sie wollten weitermachen, deswegen haben wir sie wieder genommen. Father and Son, hier sind Paul und Sebastian. Ja, ja, ja. Das sind wir wieder. Ja. Frank war ja ein bisschen streng am Freitag, ne? Ja. Ein bisschen. Aber es ist ja immer so, wenn man die erste Runde ist, die schwerste hier. Man muss sich erst mal dran gewöhnen, der Platz. Ja, schon stressig. Schon ein bisschen stressig, aber ne? Schön. Aber schön, ne? Ja. Und wie, warst du zufrieden mit euch beim ersten Mal? Mit ihm ja, mit mir nein. Mit dir nein? Ja. Warum nicht? Weil mir diese Blitzpolenta sofort daneben gegangen ist am Anfang. Ja. Und das ist so ziemlich das Letzte, was ich von der ganzen Dreiviertelstunde weiß.
Ah, okay, und dann also, Tunnelblick, oder? Er hat mich wirklich gerettet. Ja, gute Bezeichnung, Tunnelblick. Er hat mich gerettet. Der Sohnemann hat rausgerissen. Nee, ja. Und zwar richtig. Und zwar richtig. Aber dafür ist er ja auch mein Sohn. Ja, genau, dafür ist er ja da, ne? Wie hast du das denn am Freitag empfunden? Stress. Ja. Ich musste ja für zwei gucken dann. Ja. Aber in Ordnung. Also okay. Wirklich. Oder hast du zwischendurch gedacht, mein Gott, hey, ich muss wieder einen Freund mitgenommen. Ja. Nein, war schon gut. War schon gut, ne? War schon gut. Ja, das ältere Semester braucht immer ein bisschen länger, um in Wallung zu kommen. Ne? Genau, ja. Deswegen habe ich mir auch gedacht, deswegen wollte ich nicht so gemein sein. Ja, finde ich auch. Heute soll er noch mal zeigen, was er drauf hat. Ne? Genau, er hat noch eine Chance. Erstmal gucken, gerne. Na, guck mal, was gibt's denn heute? Zucker. Heute gibt es ein, ein Forellenmus mit, ja. Untermischt mit Gurke. Ah, okay. Vielleicht ein bisschen ja. Crunch, eingesalzene Gurke, dass du ein bisschen Biss hast. Ja. Auf einem, wenn wir schaffen, im Tempurateig frittierten Salatblatt, so als kleine Schüssel. Ah, ihr wollt den Eisberg also frittieren? Ja. Alles klar. Dann ein bisschen Crunch. Dann die Ente klassisch auf der Haut gebraten, ab ins Rohr. Ja. Dazu ein Graupenrisotto, zum Schluss ein bisschen die getrockneten Tomaten. Alles klar. Dazu, dass es ein bisschen Säure hat. Okay. Und dann ist es auch gleichzeitig sozusagen die Soße, diese schlotzige Perl? Nein, Soße machen wir aus der Pfanne raus, ein bisschen Schalotten, ein bisschen Knoblauch. Den Pfannensatz so ein bisschen mitnehmen. Wein einreduzieren, eiskalte Butter zum Schluss einschwenken. Einfach. Und Nachspeise Apfelmuffins ja. Mit einer Aprikosensoße. Ah, Apfelmuffins, Aprikosensoße. Schön, gut, gut. Geht gut los hier, meine Herren. Geht gut los. Wollen wir mal schauen, bei den Männern? Sind wir gleich am Gast. Wir haben aber neue Damen dabei. Münchner Kindl, hier sind Franka und Hannelore. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Hallo, grüß Gott. Hallo. Die Linke kommt vom Herzen, ne? Genau. Ja, genau. Aus München? Aus München direkt, ja. Aus München direkt. Ja. Und ihr seid verwandt? Ja, meine Tante, die Frau von dem Bruder meiner Mutter und ich. Moment nochmal. Nochmal, wer ist hier mit wem zusammen? Also, die Tante Hannelore ist die Frau vom Bruder meiner Mutter. Mutti hat einen Bruder und der ist zusammen mit ihr? Genau, der ist mit ihr. Und wir kennen uns 45 Jahre. Als ich 5 war, war ich ihr Brautmädchen. Oh, schön. Ja. Genau. Und heute bei dir. Heute hier. Wer hat sich denn angemeldet? Ich. Ja? Ja, weil ich bin ganz oft bei Hannelore eingeladen zum Essen und sie liebt diese Show. Und dann dachte ich mir, ich schaue es mir an und dann habe ich auch gesehen, ich mag es sehr. Du liebst diese Show jetzt auch? Ich liebe die Show auch. Und dann dachte ich mir, wer sich nicht bewirbt, kann nicht kommen. Ja, ist auch super, finde ich schön. Genau. Habt ihr euch ein bisschen vorbereitet? Mal zusammen in der Küche gestanden und so? Ja, wir essen und trinken ja schon seit Jahrzehnten miteinander. Und Hannelore. Kocht ihr auch miteinander? Wir haben selten gekocht. Immer kocht einer oder andere serviert. Also oder umgekehrt. Okay. Aber jetzt haben wir schon ein bisschen für dich gekocht. Schon gekocht? Vorgekocht. Und ihr kommt direkt aus München? Direkt aus München. Ja, also Münchner Kindl in dem Falle. Okay. Und ja. Schön. Ich habe ja auch was mitgebracht. Oh, das fängt gut an. Ja, weil das höre ich gerne. Die Show habe ich ja jetzt noch nicht so viele 100 Mal gesehen. Was ist das jetzt hier? Das ist erst für Rose, warte. Ach, das Kleine ist für Frank, das ist schon mal gut. Da hast du mal was richtig gemacht. Einmal ja, ist schon mal gut. Halten. Ja. Wow. Ich habe dir eine Kette mitgebracht, oh. Weil du doch immer dann schreist, Regie. Bitte noch eine Chilischote für mich. Oh, du hast mal eine gebastelt. Und habe ich dir eine. Schön. Vielen Dank. Ja, die sehr gut. Euch, kannst du auch wieder wecken. Sind echte gute Chili. Das ist gut, da kann ich. Sind richtig scharf. Da kann ich ja Frank was kochen. Ich habe ihm gestern auch was gekocht. Und das fand er ganz lecker eigentlich. Ja, war ein bisschen scharf, aber. Hab ich schon gesehen. Ja. Und jetzt das für Rose. Natürlich. Ach, willst du schon mal zeigen? Jetzt haben wir her. Jetzt zeige ich euch. Er sieht es ja nicht. Er ist noch im Helikopter. Ja. Auch für ihn ein Geschenk sozusagen. Zwei Hörnchen. Zwei Hörnchen für den Teufel. Ja. Schön. Damit er nicht sauer ist. Nein. Nein, pack mal ein. Kannst du ich gebe ihm das. Gibst du ihm einfach. Liebe halt ich mal. Wenn er lieb heute ist, dann kriegt er sie nach der Sendung. Genau. So. Und du kannst ja auch wieder da rein tun.
dann zu Hause. Ich behalte es noch ein bisschen um. Ja, sehr schön. Bin ich noch schärfer als sonst. Hannelore ist beschäftigt mit unserer leckeren Ente. Oh, du bist hier sozusagen der Klassensprecher, kann das sein? Ja. Jawohl. Okay. Ja, ja, sie kocht, ich... Du redest gerne, was? Was machst du jobmäßig? Ich bin Gastführerin für Touristen. Also ich kann 1,5 Stunden ohne Punkt und Komma. Du bist Gastführerin, also für Touristen in München? In München, ich zeige denen meine Heimatstadt. Wir machen wunderschöne Führungen. Ich mache eine Viktualienmarktführung, Probiertour auch. Und ich gehe ins Schloss Nymphenburg und ich mache das in 4 verschiedenen Sprachen. Jawohl. Wer da probiert? Jawohl. Hannelore, der General. Hannelore ist ein General, ne? Genau. Die sagt, wo es lang ist. Und ich bin der Läufer. Oh. Sauer. Alter. Alter Schwede, was hast du gemacht? Ist das sauer? Nee, nee. Was ist das denn? Wie kommt das denn sauer? Essig mit Salz, oder was? Nee, achso. Hallo. Also hallo? Dann mache ich das. Oh. Das ist eh mein Job. Komm mal her, probier mal. Vielleicht siehst du das ja anders als ich. Ja. Mhm. Okay. Oh. Nee, aber das ist eh mein Job, Hannelore, das zu kochen. Du bist eh mit den... Hier. That is yours. Oh, that is yours. Genau, wenn wir so you jump from language to language. Yes, I love to. You love to? Ja, dann machen wir Neues. Dann tell me mal, was es gibt heute. Heute gibt es ein sehr schönes Forellenfilet, geräuchertes Forellenfilet. Auf Eisbergsalat. Okay. Mit marinierten Gurkenstickies. Okay. Ja. Kannst du das auch italienisch? Oder welche Sprachen sind das, die vier, die du sprichst? Also italienisch, deutsch, englisch und französisch und wenn es dringlich ist, auch spanisch. Sag mal auf italienisch. Also oggi mangiamo un filetto di forella marinato con dei citrioli sticky. Dicono adesso, col tempo di Google, sticky. Sehr schön. Dopo mangiamo un'anatra, dann haben wir gebratene Entenbrust. Natürlich, ganz klassisch, die Bohnen wurden uns angeboten. Wir nehmen die Bohnen. Ihr nehmt die Herausforderung an. Ich mache eine Aprikosensoße dazu. Okay. Genau, das ist dann mein Job. Wir haben das schön aufgeteilt. Und zum Nachtisch essen wir was ganz Leckeres, und zwar wunderschöne kleine Pfannenkuchen mit Apfel und Erdnüssen drinnen. Das kann Hannelore sehr gut. Und ich mache aber die Eiercreme. Aber sag das doch mal bitte. Ja, Moment. Kannst du das noch mal auf Französisch sagen? Oh, no. Oh, no? No, no. Je ne veux parler français avec toi. No. Okay, dann, das versteht dann auf Englisch. Oh, we have some apple pancakes, very good apple pancakes with apples and peanuts. No. In this case. The apple pancakes with apples? Yeah, there's some. What the hell? Yeah, it happens that you get a pancake without apple also, maybe, because they cut it into Frank Rosin Restaurant. Yes, genau. And there's no apple at all. Und dann, and then we have very, very good egg sugar cream. Yeah, I learned it by my grandmother, and she did it every evening when I'm home. Wow, so this was all right. Sehr gut. Also, international. This sounds very good. Yes, perfect. And to our lovely RTL Zuschauer who just come to us. Don't go away. We are still German. We are still Deutsch. Nicht gehen, bleiben. Weil jetzt kommt Quissi Quissi, okay? Aber ich weiß ja, Sie, liebe RTL-Zuschauer, Sie lachen ja gern über andere, ne? Sie haben ja so dieses Höhnische, ne? Voyeuristische. Ich habe was für Sie. Gestern, nee, am Freitag habe ich den Juroren mal richtig eine gegeben. Richtig schön scharf. Gucken Sie mal, hat er sich gefreut? Hat er sich gefreut? Boah, Alter, ey. So einen kleinen hat er mal gebraucht. So einen kleinen Kick hat er mal gebraucht, fand ich. Mal ein bisschen Schärfe reinbringen.
Und jetzt kommen wir zur ersten Quizrunde. Da gibt es wunderbar was zu gewinnen, und zwar 2 Zitronen. Hey. Ja, super, wa? Das gibt's so hier im Quiz bei uns, den Topfgegigern. Hier ist sie, Quizfrage 1. Milchreis ist ein A. polierter Rundkornreis, B. Naturreis, C. polierter Langkornreis oder etwa D. Wildreis. 10 Sekunden ab jetzt. Da. Also wir haben gedrückt, ah, oder? Ja. Ist es drauf? Ja. So, Father and Son. Ah. Ah. Polierter Rundkornreis. Ja. Sicher? Ganz sicher. Ganz sicher, oh, ja. Okay. Meine Damen, was habt ihr? A. Auch A? Ja. Ich hoffe, es ist sicher. Bitte? Ich hoffe, es ist sicher. A. Du hoffst, dass es sicher ist? Ja. Tja, das hoffe ich auch. Ich schaue nach und es stimmt, beide richtig. A. Polierter Rundkornreis. Zitrone. Hallo. Danke. Dankeschön. Und für die Männer auch Zitrone. Alles klar. Sehr schön. Und letzte Woche hatten wir mit Erfolg die Spargelwoche durchgezogen. Diese Woche, ich liebe diese extra Wochen, gibt es die Gamba-Woche. Deswegen meine Tafel, meine Damen, bitte. Ja. Yeah. So. Hallihallo, vielen Dank. So, tanze Gamba mit mir, tanze Gamba die ganze Nacht. Ja, am 21. Mai Garnelen-Tempura. Wir brauchen Garnelen, Tempuramehl, Currypulver, Pflanzenöl, Salz und Pfeffer. Relativ einfach. Ich will dir jetzt mal ganz in Ruhe zeigen, wie das geht. Dazu brauchen wir erstmal, wichtig, extrem kaltes Wasser, am besten Eiswasser. So, den auch gleich erklären, warum. Also, hier habe ich Eiswürfel. In diese Form schöne Schale mache ich jetzt kaltes Wasser rein. So. Schauen Sie hier. Und dann werden wir den Tempuramehl da einarbeiten. So, das Tempuramehl haben wir hier. Tempuramehl ist sozusagen eine Fertigmischung. Da sind Eigelberzeugnisse, da ist ein bisschen Backpulver drin, natürlich auch Mehl. Und das rühren wir jetzt in dieses Wasser ein. Und das kommt aus dem Japanischen. Und früher, da hatten die nicht Messer und Gabel, in Japan immer Stäbchen. Da wurde das hier mit Stäbchen eingerührt. Deswegen hat dieser Teig auch immer leicht Klumpen. Und das lässt man bis heute so gelassen, weil dann die Struktur des Frittierten, was man hat, einfach schöner wird. Deswegen, man rührt ihn nicht glatt wie so ein Pfannkuchenteig. Man lässt diese kleinen Klumpen, lässt man da. Nur die Geschichte her, da kommt das, weil das immer mit diesen 2 Stäbchen gerührt wurde, daher die Klumpen. Jetzt kommt dazu noch die Eiswürfel, weil kaltes Wasser ist gut, aber Eiswürfel rein, dann wird es noch besser, weil je kälter der Teig, desto knuspriger wird das, was wir nachher frittieren, weil dieser Temperaturschock von diesem kalten Teig in das heiße Öl, das bringt es dann, das macht das richtig knusprig. Kalter Teig, heißes Öl, zisch. Warmer Teig, heißes Öl, nicht zisch. Okay, gut. So. Wenn Sie jetzt wie ich, in meiner grenzenlosen Überheblichkeit mal wieder, das mal wieder nicht richtig abgewogen habe, sondern aus der Hüfte, und weil ich mich so gerne mit unterhalte, habe ich ein bisschen zu viel Wasser jetzt genommen. Einfach ganz normales Mehl oder Tempuramehl können Sie auch nehmen. Bisschen nachlegen. So, das reicht schon, weil der Teig doch eine gewisse Dicke haben muss, damit das Ganze kleben bleibt. So, komm her. Das passt. Hannelore, General, Mehl zurück. Jetzt geht's an die Garnelen. Die haben wir hier. Das kennen Sie ja, 1000-mal gesehen. Ist wie beim BH, 2 Finger. Offen ist er. Können Sie üben an der Garnele. So. Das gleiche nochmal. So, ne? Dann hier. Schön so tun, als wenn es nicht klappt. Ganz wichtig am Anfang. Ne? Das Ding darf nicht gleich aufgehen. Merken Sie sich das, ne? Also der BH, nicht die Garnele, die ja, ne? Nicht so mit einem Ritsch. Das, Sie müssen tun, oh, und dann so klack nebenbei, ne? Tipp habe ich mal gelesen, also. So, jetzt hier.
In über 400 Sendungen habe ich es bestimmt 399 Mal gezeigt. Hinten aufschneiden, dann den Darm raus. Dann zeige ich Ihnen noch mal die Sterne-Variante. Zahnstocher oder mit einem Schaschlikspieß durch. Jetzt nach oben hin vorsichtig ziehen, dass man den Darm nicht zerreißt. Das kann manchmal ein bisschen passieren. So, jetzt haben wir ihn hier. Dann ziehen wir ihn von hinten raus. Und was Sie dann haben, ist natürlich, ich will Ihnen den Unterschied mal zeigen, wenn Sie die Garnele jetzt nicht frittieren, also kein Teig um die Garnele ist, dann sieht man natürlich, jetzt hier wird man das Loch so zumachen, wenn man sie brät, sieht sie schön gleichmäßig aus. Hier haben Sie natürlich diesen riesen Schnitt. Und in der gehobenen Sterneküche, wie zum Beispiel mein Juror Frank Rosin, würde man das so machen, damit man diesen Schnitt nicht hat. Aus optischen Gründen. Beim Frittieren ist es relativ wurscht. Jetzt geht es auch weiter. Sie kennen das ja. Sie braten eine Garnele und die macht immer knack. Wird dann immer so krumm. Da gibt es einmal die Möglichkeit, jetzt hier unten leicht einschneiden. Ganz leicht. Dann dreht man das Ganze. Drückt so ein bisschen, das quetscht sich dann so ein bisschen auf, dann ist die Garnele lang. Man könnte sie jetzt durch den Teig ziehen, aber zur Sicherheit nochmal Holzspieß. Einmal kurz vor durchs Öl. So. Einmal so durchziehen. Zack, dass er da rauskommt. Das zeige ich Ihnen einmal so. Und dann noch eine Variante von der Garnele. Das für nicht nur, habe ich das hier? Nee, Panko haben wir doch nicht hier. Zeige ich Ihnen doch noch was anderes, sondern wir machen, ich wollte noch was zeigen mit Panieren, aber dann machen wir den Teig lieber noch ein bisschen geschmackvoller. Sie haben jetzt einfach nur Wasser und das Tempura-Mehl. Reicht völlig aus. Jetzt könnte man den ganzen aber leichten Kick verpassen, indem man einfach ein bisschen Currypulver nimmt und das in den Teig unterarbeitet. Dann kriegt der Teig richtig Geschmack, weil er normalerweise eigentlich sehr neutral ist. Und jetzt geht's los, jetzt wird frittiert. Da gibt es dann auch wieder zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, man nimmt die Garnele, wälzt sie vor in Mehl, dann in den Teig. Dann bleibt mehr Teig haften. Ist dadurch aber auch ein bisschen dicker das Ganze, ein Tick fettiger. Das müssen Sie selber entscheiden, wie Sie es gerne haben. Wenn Sie sagen, ich habe gern viel Backteig dran, dann wird man das durch das Mehl ziehen. Und wenn Sie wenig wollen, dann lässt man es. Wir machen mal beide Varianten, dann können wir sie mal direkt vergleichen. Ne? Gefällt dir? Ja. Dann bin ich beruhigt. Sehr schön bei dir. Sehr schön. Die Garnele verschwindet mal eben im Mehl. So, gucken Sie. Da ist sie wieder. So. Wichtig ist, überschüssige Mehl schön abschlagen. Am besten über der Müllschublade. Ja. So. Jetzt durch den Teig ziehen. Mal gucken, ob das Öl auch richtig heiß ist. Aber die Möglichkeit, ein wenig Teig zu nehmen, das einfach reintropfen lassen. Und dann sieht man, das quillt sofort auf. Oder Sie nehmen das Holzspießchen, halten das hier rein. Und wenn Sie sehen, dass es anfängt zu sprudeln, sehen Sie hier ganz, ganz leicht fängt das an, dann ist das Öl auch, hat die richtige Temperatur. Also jetzt hier Garnele, die Milierte in den Teig, so komplett bedecken, schön durchrühren und jetzt schwupp in das heiße Öl. Nicht zu heiß. Schwupp ist hamburgisch. Ja. Moin, moin. Ach, hamburgisch sprichst du auch noch? Ja. Ja, mein. Wow. Voller Überraschung. Die Garnele haben wir jetzt auch lang gemacht. Die machen wir jetzt ohne Mehl in den Teig. Die ist sozusagen blank. Die kommt hier rein. Wird auch durchgezogen. Ups. Am kurzen Stiel. So. Auch hinein das Öl. Kurz noch zu dem Öl. Für Sie zu Hause. Der manch einer hat zu Hause eine Fritteuse, die meisten aber nicht. So wie ich zum Beispiel. Würde immer einen Topf frittieren. Sonnenblumenöl, Rapsöl, super geeignet. Bloß kein Olivenöl. Rauchpunkt zu niedrig. Wichtig, den Topf auch immer nur halb voll machen, weil man sieht, wenn man das gar gut reingibt, ja, kein Problem. Weil das ganze Öl so ein bisschen auf, wenn es bis hier oben voll wird, wird es überkochen. Deswegen Temperatur auch immer schön aufpassen. Am besten die ganze Zeit so ein Holzspießchen drin liegen haben, dann sieht man, wenn es heiß ist. Weil wenn Sie, Sie merken, richtig Kochschule heute, das nicht zu heiß machen, können Sie es gerne nochmal benutzen, zum nächsten Mal frittieren oder so. Überhaupt kein Problem. Und wenn es okay ist, mir zu heiß geworden, wohin damit? Zwei Möglichkeiten. Nachbarsgarten. Eine, ne? Oder erkalten lassen und zurück in die Flasche, ab zur Tankstelle. Das ist die andere Möglichkeit. Ne? Dann wollen wir mal gucken. So, schauen wir mal. So, die zwei sind fertig. Jetzt das gute Küchencrepe.
Weil wenn ich nicht immer die Handtücher nehme, gibt es immer Briefe, warum ich die teuren Handtücher nehme, um Fett abzutropfen. So, Franka, ich bin gleich wieder weg. Chef, wie du magst. Wo ist denn Küchencreme? Habt ihr noch Küchencreme übrig? Nein. Nee, das ist auch weg. Ist das ZDF so pleite? So. Ich hab schon. So. Jetzt gucken wir ganz genau hin. Schauen wir mal, ob Sie den Unterschied zu Hause erkennen. So. Hier ist die eine Garnele hier, die andere da. So, jetzt müssen Sie ganz nah rankommen. Gehen Sie mal bis vorne vom Fernseher und gucken Sie mal. Jetzt sieht man hier so ein bisschen, das ist die Garnele, die wir vorher meliert haben und dann in den Teig. Da sieht man, der Teig ist ein bisschen dicker. Ich zeige das von hier auch mal. Man sieht so ein bisschen die roten Spuren. Jetzt dagegen hier, das ist die Garnele ohne das Mehl. Da sieht man, ist der Teig wesentlich dünner. Man sieht diese roten Spuren viel intensiver. Das heißt, hier ist weniger Teig, ist trotzdem knusprig. Und hier ist halt ein bisschen mehr Teig. Das ist eine Geschmackssache, wie man es möchte. Sie können jetzt Garnelen nehmen, Gemüse nehmen. Sie können auch das zum Beispiel mit Hühnchen machen. Alles super geeignet. Rotes Fleisch eher weniger, weil das mit diesem heißen Fett, das schmeckt meistens nicht. Das war der Anfang der Gamba-Woche. Achtung, meine Herren, einmal kurz. Einmal ganz kurz. So. Absteder. Wir brauchen ein Gitter für unser Ofen. Wir brauchen ein Gitter. Gitter. Okay. Ja. Habt ihr kein Gitter? Nee. Besorge ich auch. Oh, ja. Wir wollen die Pfanne haben. Nämlich. Ja, guck mal hier. Da oben ist oben alles drauf. Alles da. Ah. Gut, das ist jetzt halt. Brauchst du? Nee. Warum? Ah. Du? Ich? Nee. Besser so. Gott bewahre. So, Enten muss rauf. Ja. Ja, die ist aber schon. Fass mal an. Guck, nee, wir nehmen sie noch nicht raus. Wir wollen sie noch aufs Gitter geben. Fass mal an. Ist die schon gut? Die hast du richtig. Oh ja. Gut. Also da würde ich. Dreh mal auf 70 runter, oder? Ja, jawohl, Chef. Auf 70? Passt. Ich würd mal eher sagen 60. Okay. Weil die ist eigentlich schon gut. Okay. Ich würde fast sagen, Wärmeschublade. Wärmeschublade. Oder Alufolie und ganz draußen. Probieren. Willst du mal anschneiden, oder was? Ja. Dann läuft es aber nicht auf, ne? Auf keinen Fall. Auf keinen Fall, ja. Hör einmal auf die alten Leute. Na, Vater. Hör einmal auf die alten Leute. Einmal. Guck mal, fass mal an. Die hat's schon, die hat's schon, die hat's schon. Hast recht. Alufolie und das war's. Alufolie, bisschen Wärme, Schublade, das reicht. Sie bitte? Das Fleisch anschauen. Jawohl, Hannelore. Bitte. Jawohl. So, ich schaue das Fleisch an. Hier haben wir die Endmus, nur ein Teil davon, man sieht hier halbiert. Und die ist noch wesentlich weicher als drüben. Die braucht noch ein bisschen. Die ja. Läuft. Raufschalten. Bitte? Ein bisschen raufschalten. Nein. Nee, lass die mal. Wir haben Zeit. Ist okay. Okay. Was machst du denn beruflich? Bei der Bundeswehr, oder? War der etwa? Ich glaube ja. Der Kanauer des Tages. Na? Cool. Ich bin Hausfrau. Ah. Und nebenbei darf ich noch ein bisschen arbeiten. Okay. Als Friseuse. Ah, richtig gelernt auch? Ich glaube schon. Oh. Merkt schon. Ja. Und wenn die nicht gespurt haben, hast du das Ohr geschnitten, oder was? Oder nicht? Das ist noch nicht passiert. Nein, das glaube ich auch nicht. Das ist ja noch nicht passiert. Merkst du, du bist eher die quatschen will, ne? Ja. Oh. Ups. Also, das muss noch drin ein bisschen liegen, aber das ist mariniert. Schön ein bisschen durchziehen. Oh, ich sehe eine Rolle. Ja. Oh, sehen Sie beim ZDF. Uns geht so gut. Ja, hier. Uns geht so gut. Ja, ja. Nein, wir brauchen keine neue. Nein. Hier. Oh, hallo. Ich hab's zurückgehauen. Mensch, super, ey. Nein, das nicht gut, kümmerst du dich um das. Wir waren gut im Handel. Danke. Wollt ihr nicht ohne bleiben, ne? So, bei mir auch. So, ich war am Probieren gerade, die Gurken. Ja, und jetzt das. Geht mit den Händen? Ja, von mir aus. Ich fand das so toll, wie du das Sashimi im Mund gemacht hast. Mit dem Hering. Schon lange her. Aha. Ganz toll. Also okay. Ganz toll. Haben wir auch geübt. Habt ihr auch geübt? Hat nicht so gut funktioniert. Okay. Irgendwie. Und das kommt nur auf Plan hier. Alles klar. Das Ganze ohne gar nichts. Also, das ist die Vorspeise, ne? Ja, genau. Du hast jetzt hier den Salat, da kommt, die eigentlichen Gurken. Genau. Und dann kommt dieses
Forellen. Forellen. Was ist Apfel auch dran, oder? Ja, ein bisschen Apfel auch dran. Genau. Damit willst du es ein bisschen cremig machen mit einem ganz Hauch Schlagsahne? Nee, eigentlich nicht in Wirklichkeit. Weil ich würde lieber noch gerne als Deko das mit dem roten Tomaten machen. Rote Tomaten? Oder, nee, glaubst du? Das passt nicht so ganz. Okay, dann Sahne? Vielleicht zum Schluss, du könntest, pass auf. Du willst auf diesem Teller bleiben. Ich will, der gefällt mir gut. Der gefällt dir gut, ja. Okay. Ja. Dann legst du diese Gurkensticks da drauf. Genau. Keine Vinaigrette für den Salat? Keine, weil die Marinierten gehen durch. Weißt du, am Schluss gebe ich von der Marinade noch ein bisschen oben drüber. Genau. Und dann will ich vielleicht sagen, das ist ja vielleicht ein bisschen Minimum. Du kannst auch noch tun lassen, aber wenn, musst du noch ein bisschen abschmecken. Das weiß ich, ja, genau. Da hab ich und dann stellen wir noch kurz in die Wärmeschublade. Packen wir mal, wenn der warm ist, diese geräucherte Forelle, dann schmeckt es noch besser. Ja. Scheiße. Okay. Macht nicht. Das hätte ich von dir jetzt aber nicht gedacht. Hannelore, also, jetzt muss ich immer meckern. Gar kein Problem. Der nächste, du übst noch den nächsten. Ja, mach doch nichts. Sieht aus wie ein Atompilz von unten, ne? Wieso? Ist doch voll schön. Genau. Du könntest hier jetzt so und dann stichst du. Guck mal hier. Guck mal, Franka weiß auch Bescheid, wie es geht. Doch. Guck mal, so macht man das. Warte. Hast du mal bei Franka gearbeitet, oder weißt du das? Was? Chefin. Der macht auch so eine Tricks. Chefin. Sie ist die Chefin. Ich merke das schon. Ja, ich bin dann kreativ, Truppe. Weißt? So, wir haben uns ziemlich verquatscht, deswegen müssen wir ein bisschen quizzen jetzt. Nützt alles nichts. Und Déjà-vu, es geht wieder um Zitronen. Jabba, jabba, du, hier ist die Quizfrage 2. Und zwar, was ist Luau? Ein oder eine brasilianische Kakaoplantage? B, Sushi-Variation? Oder vielleicht C, ein hawaiianisches Grillfest? Oder D, eine Litchi-Sorte? 10 Sekunden ab jetzt. Ja, drücken ja. Hilft. Kannst alle haben. Was ist das, Nussbutter? So, wer holt die goldene Zitrone? Gut. Meine Herren, was habt ihr? Wir haben C gedrückt. C? Ja. Hawaiianisches Grillfest. Klingt doch gut, oder? Klingt nicht schlecht. Kennst du das? Warst du das schon? Ja, ich war schon. Auf Maul. Sehr schön. Oh. Du weißt, was das ist. Was ist das erst aus? Mach's, Freunde. Jetzt ist es hoffentlich nicht falsch. Ohohoho. Weißt du, was passiert denn da bei so einem hawaiianischen Grillfest? So, da werden halbe Schweine oder ganze Schweine vergraben mit so einer speziellen Palmzucker, irgendwas, Glasur, dann fertig gegrillt, wenn sie gedünstet sind. Es wird massig irgendein süßes Zeugs, das am nächsten Tag so eine Schädelmacht getrunken. Okay. Es ist natürlich Musik, die war nicht. Die nicht, oder was? Aber möglicherweise war nur auf einer Touristengeschichte. Hula-Hula-Reifen nicht, oder was? Ja. Frank kann das sogar ohne Ring. Ja. So. Gute Erklärung. Meine Damen, was habt ihr? Wir haben A. Brasilianische Kakaoplantage. Ja, aber ich war noch nie in Hawaii. Okay. Vielleicht in Brasilien? Da will ich hin. Siehst du? Ja. Da müsst ihr mal besser beantworten, weil richtig ist C gewesen. Hawaiianisches Grillfest. Yeah. Noch eine Zitrone. Vielen Dank. Und es ist tatsächlich so. Es ist tatsächlich so, dass es da dieses wunderbare Schwein gibt in einem Erdofen. Dazu wird eine Vertiefung in der Erde mit heißen Steinen ausgelegt und ein ausgenommenes, gefülltes Schwein umwickelt von Bananenblättern bis zu 8 Stunden gegart. Dazu wird getanzt, Musik und ein kleiner Schnaps getrunken. Das stimmt wohl, ja. Ah, doch, doch. Nö. Zitronen hatten wir ja schon, deswegen kommen wir jetzt mal zur dritten Quizrunde. Es gibt was Neues, Überraschung. Dill für die Damen, Parmesan für die Männer. Jetzt wird's spannend, hier ist Quizfrage 3. Unter Dekantieren versteht man das. A, Einfetten einer Backform. B, Anrichten von Salat. Oder vielleicht C, Lagern von Trockenfrüchten. Oder D, Umfüllen von Wein. 10 Sekunden ab jetzt. So, jetzt ist er dunkel. Drücken, meine Herren, nochmal. Tick zu früh. Sehr schön. Auf der anderen Seite aus. Nee, vielen Dank. Müssen noch mehr machen. So, also lass hören. Ja, ja. D. Nee. Ja, was? Ja. Hier, Wurst. Ja. Danke, bitte. Ja, bitte, Wurst. Jetzt komm.
Wo willst du denn rein? Na, was denn? Was bitte denn? Dich, Steffen. Der ja, kann geh, dir. Komm, wasch mich nicht. Also. Denkst du, das war eine Scherzfrage oder was? Ja, geh schon. Denk schon, okay. Was hat ihr gedrückt, liebe Dame? D. D. Warum denn das? Mein. Ja, wieso? Ja, also das ist der einzige Begriff, der dazu passt. Von die Kantine, oder? Okay. Also von Flasche in Glas, sag schon. Na? Glasfüllhorn wäre jetzt ein schönes. Glasfüllhorn? Ja, weißt du, dass so in der Schaukel liegt. Meinst du vielleicht so eine Karaffe? Genau. Ja, Karaffe. Aber gibt ja auch Glasfüllhorn. Ja. Ja. Okay. Und? Es ist natürlich D, Umfüllen vom Wein. Na klar. Beide gewonnen. Sehr schön. Ja. Hier ist der Dill für die Gurken, ne? Gut. Hier ist der Parmesan. Danke dir. Danke dir. Bitte. Wie läuft's kochmäßig? Ja, besser als beim ersten Mal. Besser als beim ersten Mal. Fatty ist sicher im Sattel. Ja, diesmal ein bisschen mehr als das letzte Mal. Das ist gut. Was hast du noch vorbei gemacht? Erzähl mal. Urlaub. Urlaub, ah. Ja. Ich war auch mal auf Hawaii. Ich denke mir, wenn du in Los Angeles warst, ja, ist nicht so weit. Ich muss sagen, hier der Hawaii gefallen. Sag mal. Pretty American. Es ist, Maui ist 50. Bundesstaat, das sagt es glaube ich schon. Ja, sag mal, ja, ist gut oder nicht gut? Toll, weil Meer, Wasser, Luft, Tag und Nacht, immer gleiche Temperatur, Delfine springen, Wale blasen. Kannst du mir kurz helfen, bitte? Ja. Da ist eine Reibe. Er ist schuld. Ja. Okay, ich bin gemacht. Wo warst du schon mal? Ich, wo war ich? In Schweden war ich jetzt kürzlich erst mit meiner Freundin. Kommt von dort. Schweden ist schön. Ja, sehr schön. Was habt ihr da gemacht? Alles Mögliche. Halt Stadt angeschaut. Ja, ja, ja. Danke, dass es einen besonderen Grund gab oder so. Nee, eigentlich, ja, sie kommt von dort, deswegen waren wir in Schweden. Ach, sie ist Schwedin? Ja. Halbschwede. Oh, Halbschwede, alles klar. Andere Hälfte Tirol. Haar? Nee. Nee? Ja, sie ist genug Tirolerin, um nicht blond zu sein. Ah, alles klar, okay. Hm? Willst du wieder hinfahren nach Schweden? Auf jeden Fall, ja. Genial dort. Das ist cool, ne? Von der Küche her, von den Leuten. Ja. Die Leute sind sehr entspannt, ne? Extrem, ja. Warst du auch mal essen im Restaurant und so? Ja, ist teuer, aber gut. Also wirklich. Ja? Was hat dir gut gefallen an der schwedischen Küche? Ja, viel Fisch, ich liebe Meeresfrüchte. Ja? Generell, ich finde, sie schmecken sehr interessant ab. Das stimmt. Ja, und einfach experimentell viel. Sie nehmen viel von Amerika auf, glaube ich. So. Das ja, ist, also es gibt sehr, sehr gute Leben in Schweden, muss man auch mal sagen. Mhm, was hast du selber für eine Muffe? Hm? Gut. Passt? Gut. Mangel Selbstbewusstsein hast du nicht, ne? Nee. Cool. Ist aber auch gut, oder? Ja, gut. 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 Ja, geil. Ja. Dann kommen wir jetzt. 6 Minuten vor Schluss. Zur letzten Quizrunde. Und da gibt es für die Frauen Rum und für die Männer noch mehr Parmesan. Ja, schauen wir mal. Hier ist sie, Quizfrage Nummer 4. Wie lange gibt es das deutsche Reinheitsgebot schon? Ja, Schätzfrage. Bitte auf die Tafel. Wie lange gibt es schon das deutsche Reinheitsgebot? 16. Du sollst schreiben, wie lange? Wie viele Jahre gibt es das schon? Kannst du das meinst, kannst du jetzt einfach draufhauen. Bis du ankommst, ne? Genau. Jawohl. Ah ja, du musst jetzt auch wieder. Nicht. Ah, okay, das heißt. Achso. Hey, du hast meine Messer aufgepasst. So. Ihr meintet eigentlich 56, ne? Jo. Alles klar. So. 500 das. Jahre. Jawohl. Wo ist Sahne? Wo ist Sahne? Im Kühlschrank das? Oder draußen? Wo ist Kühlschrank? Kühlschrank ist da. Sahne. Wir haben jetzt keinen Kühlschrank. Kühlschrank. Da? So. Die Männer meinen, sprich seit 650, heißt seit 362 Jahren. Das sagen die Männer. Die Frauen sagen, seit 500 Jahren. Ich sage, Frank hat davon noch nie was gehört. Das sage ich Ihnen, wenn Sie Umkleide gucken. Aber es gibt es seit 496 Jahren. Damit die Frauen. Ja! Jawohl. Hier.
Was soll das denn sein? Es wird meine Marmeladensoße. Ich habe nur die falsche Sahne genommen. Das das kriegen wir schon hin. Das wird deine Marmeladensoße? Ja. Für was ist? Willst du es her oder was? Nee, für die Ente. Für die Ente? Okay. Ja, die musst du nur schön. Schön rühren. Mach ich du mal, machst die Ente, weil jetzt geht's los. Ist die Ente, ist die Ente okay? Ja, wir werden sie mal rausholen. Hol mal raus und schneiden wir sie mal an. Wir gucken mal. Vorher gucke ich schon mal, wo unsere Damen anrichten. Wie hole ich die raus? Und zwar. Wie holst du die raus? Ich weiß auf schwarz. Auf schwarz. Männer, okay. Ihr seid bei weiß. Danke. Okay. Sehr schön. So, nicht mehr so viel kochen lassen. Nee. So, Entenbrust ist draußen. Zack, wieder zu. Dann wollen wir gucken. Ein Anrichteteller. Teller findest du alles hinten rechts in der Ecke. Ich hole noch mal ein paar raus. Hier, ich lege die mal alle hier hin. So. Dann könnt Was ihr haben wir denn gewonnen? Ihr Rum. Rum. Den habt ihr auch schon. Die Ente ist nix. Wieso ist die Ente nix? Na gut. Wie, die Ente ist nix? Nix? Doch, wie, die ist nix? Ja, wieso findest du die gut? Sag mal her. Okay. Was stört dich denn an der? Die ist doch vom Feinsten. Hier. Hey, die ist super. Danke. Ja. Sehr lieb. Immer schön von hinten. Ja. Ja, okay. Legst du die Scheiben drauf? Mehr nicht? Alles gut. Die Ente ist nix. Schieß mal das schnell hoch. Schieß mal schnell hoch. Welcher Herdblatt ist jetzt das? Die da? Schieß das mal schnell hoch. Nimm mal die, die schon heiß war. Habt ihr? Ja. Cool. So, kommt ihr langsam das Anrichten an, ne? Letzten zwei Minuten laufen. Was haben wir für eine Farbe? Ihr habt schwarz. Okay. Was kommt da, was hast du da schon? Nachspeise. Die Nachspeise, aber sehr klein, ne? Du. Ja. Er ist auch großer Mann, ne? Das stimmt. Tja, groß. Großen Kopf. So, mal schnell den Tisch richtig. Steffen, tust du mal die Soße bitte abschmecken? Ja. Danke. Bin ich auch schon. Das war die Marmelade für die Ente, ne? Hast du, ja. Was hast du denn eigentlich dran? Das sieht so leicht geronnen aus, alles, ne? Das ist gut, das schmeckt auch. Ja. Sag, ah, das ist gut, alles klar, nur nie gehört. Nee. Also, ja. Sehr süß, noch ein bisschen Salz dran. Ein bisschen Salz. Tick zu süß. Okay. Denk dran, keine Soße auf die Tranche, ist klar, ja, ne? Ja. Gut. Dann kicken wir mal schnell bei den Männern. Was sagt eure Ente? Das ist auch gut. Richtig? Ja, doch, 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 das passt so. Aber gut, dass sie rausgeholt haben. Hier, oh, der frittierte Salat, das Mousse oben drauf. Kann ich mal kurz probieren? Bitte. Ja. Schau. Mmh. Oh ja, bisschen fest, aber schön, da ist lecker. Da ist lecker, passt. Mutter da vorne, es beginnt die letzte Minute jetzt. Letzte Minute, meine Damen. So. Los geht's, hopp, hopp. Weiß. So. Mädels, denkt dran, es muss vorne sein. So. Ab nach vorne damit. Sehr schön. Ja. Hopp, 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 hopp. Alles da? Sicher? Gut, ganz schön noch. Aber schön, dann haben wir alles. Dann ist die Sache rum. Sehr schön. 5, 4, 3, 2, 1. Komm mal. War der Ernst zufrieden? Kleine Schwächen im Finish. Kleine Schwächen, aber ansonsten alles da. Alles da. Alles da, sehr schön. Was sagen die Damen? Okay. Okay? Alles läuft. Da. Ja. Dann wollen wir gucken. Schauen wir mal. Hier ist er, passend zur Garnelenwoche, die Partygamba des ZDF. Hier ist Frank Rosin. Hallo. Hi. Ja. In dem Moment, wo am meisten Zuschauer am Fernseher sind, ne, dann kommt der Rose und übernimmt den ganzen Scheiß hier mal eben kurz. So. Na dann.
Na dann. Guten Appetit. Grazie. De rien, Madame. Geräuchertes Forellenfilet auf Eisbergsalat mit marinierten Gurkenstäbchen. Gurkenstäbchen, sehr schön. Also erstmal Applaus, ist ein ganz tolles Gericht. Mmh. Schöner Gurkensalat, schön sauer. Auch schön scharf. Mmh. Aber mit dem Forellenfilet zusammen ist ein bisschen fettig. Ne? Und dann mit den Gurken. Kinder, passt mit der Chili auf. Sonst seht ihr so aus wie ich am Freitag. Ja, oder Peperoncini oder was auch immer. Schön Dill, die Symbiose, also das Aromenbindeglied von Gurke und Forelle, passt sehr gut zusammen. Ne? Akkurat gewürzt, super angerichtet. Ich bin stolz, der Juror dieses Essens zu sein. Jetzt aber! Forellen-Gurkenmus. Was ist das hier? Ist das gebackene Gurke oder was ist das? Fast. Ja, was denn dann? Überleg mal, du bist ja Juror. Frittierter Eisbergsalat. Richtig. Verkaufst du doch bei dem Restaurant als Rucola, ne? Ja. Nur bei dir, aber du merkst es ja nicht. Schönes Mousse, finde ich gut. Das ist so ein bisschen wie so ein Riette, so ein Fischriette. Ne? Einfach gemixt, bisschen Fett drunter, gewürzt, bisschen gröber auch. Ja? Essen die Franzosen ganz gerne so auf grobem Brot. Ich muss sagen, ich bin überrascht vorher, wenn ich das vorher gewusst hätte, dass hier Eisbergsalat frittiert wird, hätte ich gesagt, die Kandidaten haben eine Marmel. Ja, aber haben sie nicht. Ist ihnen gut gelungen, wirklich. Respekt vor der Kreativität. Schön und souverän, kreativ und modern. Geht zusammen, ein weiter. Sehr schön. Gebratene Entenbrust auf Bohnen mit Aprikosensoße. Oh, da bin ich aber mal wirklich gespannt. Zunächst möchte ich einfach mal sagen, dass dieses Fleisch von einem Vogel, hört sich komisch an, wenn man sagt, ne? Gebratener Vogel. Schön, ne? Guck mal, rosa, spitzenmäßig, ganz akkurat. Schöne Soße dabei. Ist mehr so ein Ragout geworden, ist aber nicht schlimm. Hauptsache das Reduktive ist wichtig. Das Reduktive, also wenn man eine Soße einkocht, ne? Man würzt ja nicht durch Würzen, sondern man würzt durch Kochen. Weil wir sind ja auch keine Würzer, ne? Sondern wir sind Köche. Frank! Frank! Ich glaube, die 400 Sendungen haben Spuren hinterlassen, ne? Du hast die Jacke bald andersrum an, die Sessel, du. Ja, ja. Wenn das so weitergeht. Entenbrust auf Graubenrisotto. Irgendwas muss in meiner Wasserflasche drin gewesen sein. Ja, da fängt schon an. Wasserflasche. Entenbrust auf Graubenrisotto. Mmh. Schönes Grauben. Also ich liebe Graubenrisotto, muss ich wirklich sagen. Ich finde, dass das Körnige viel besser rüberkommt, als wenn man so einen körnigen Reis hat. Ne? Weil hier der Biss einfach rundherum besser ist zu kauen. Ne? Wenn beim Risotto es körnig ist, hat man meistens das Pech, dass es innen drin wirklich nur etwas hart ist. Ich finde nur zu einer Entenbrust einfach ein helles Risotto geben, was so sehr cremig, milchig schmeckt, na, das holt die Entenbrust nicht so gut ab. Wir haben hier zwar ein bisschen Fond, aber es ist mehr so fleischhaft und es verläuft sich auch hier so in dem Risotto. Ich muss auch zugeben, dass beide Hauptgänge jetzt vom Anrichten
nicht so der Burner sind. Also guck mal hier. Ja. Wenn das jetzt das Liebesmenü wäre, dann würde man auch denken, ach du Scheiße, wenn das in der Profe genauso läuft. Ey. Ja. Ist doch so. Man muss es doch auch mal aussprechen. Wenn ich hier schon vom Gaumensex rede, ja, dann muss es auch sexy sein. So wie ich. Das heißt, Beurteilung der Hauptgänge lässt du noch warten oder heißt, beide haben keinen gekriegt? Also ich lasse das nochmal auf mich ein. Ich muss auch einfache Sachen brauchen ja einen Platz, ne? Wollen wir mal gucken. Kleiner Apfel-Erdnuss-Pfannkuchen mit süßer Eiercreme. Stammeln für Fortgeschritten. Ja, genau. Pfannkuchen. Mmh, lecker. Mmh. Schmeckt sehr gut, aber die Eiercreme, die ist hier nicht richtig gebunden. Und von daher die Sabayone auch nicht richtig aufgegangen. Ansonsten Pfannkuchen gut, aber hier, die Sabayone ist nicht richtig gebunden. Apfelmuffin. Der Muffin, bisschen trocken, ich muss den mal in der Hand nehmen. Ist zwar warm, aber na, warm, ist aber nicht sehr aromatisch. Ein bisschen trocken. Und hier haben wir so einen Kompott. Also auch nicht das Gelbe. Wollen wir mal gucken. Also, Vorspeise hatten wir beide gleich. Richtig. Hauptgang haben wir auch beide gleich. Also hier ist der Muffin wenigstens gelungen und hier die Soße überhaupt nicht. Und das ist auch ein bisschen angebrannt, von daher Weiß hat gewonnen. Die Männer! Ah! Ja, hoffe ich doch. Holle kein Dank. Aber Glückwunsch, meine Herren. Knappe Geschichte. Aber guck mal hier. 10 Sekunden habt ihr. Nehmt sie euch. Die Männer brauchen keine 10 Sekunden. Vorbei. Die Männer wollen aufs Ganze. Es geht weiter auf 4.000 Euro. Sehe ich das richtig? Sehr schön. Toll, toll. Ja, das bedeutet, morgen diese beiden Damen nicht mehr dabei. Schade, toll gekocht. Neue Damen auch, liebe Herren. Und unser Rhetoriker vom Dienst, Frank Rose-Rosin.